Kommt mal mit, ich zeige euch heute mal meine Chilis. Das hier ist Carolina Reaper. 2,5 Millionen Scoville. Das Schärfste, was der Haar jemals hat auf diesem Planeten wachsen lassen. Oh nö. Guckt euch das an. Ihr habt eine Schnecke reingefressen. Tut es dir nicht weh? Willkommen zum Erntedank-Chili-Special von Pastor Neunmal Klug beantwortet Fragen, die ihm keiner gestellt hat. Jedes Jahr zu Erntedank verschenke ich in meiner Kirche Chilischoten, die im Hochbeet im Pfarrgarten gewachsen sind. Und das ist sie. Carolina Reaper, das Schärfste, was Gott der Herr jemals hat auf diesem Planeten wachsen lassen. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde, Platz 1 der schärfsten Früchte auf der Erde. 2,5 Millionen Scoville. Das bewegt sich in der Kategorie von Pfefferspray, das man handelsüblich kaufen kann. Und dann finde ich in meinem Garten so etwas. Eine Carolina Reaper, die von einer Nacktschnecke gefressen wurde. Tut das denn der Schnecke nicht weh? Das führt uns zur Frage, was macht so eine Chili eigentlich scharf? Und die Antwort darauf lautet Capsaicin. Capsaicin ist ein Alkaloid und das wächst in Chilischoten, nicht im Fruchtfleisch, nicht in den Kernen, sondern in den Trennwänden, in denen die Kerne drin hängen. Ich zeige das mal kurz. Nichts. Hier außen ist eine Chili nicht scharf. Nur innen drin an den Trennwänden. Und wenn die verletzt werden, dann verteilt sich das Capsaicin recht schnell auch im Saft und an sonstigen Sachen, zum Beispiel eben an Fingern, an Messern, am Brettchen. Schärfe ist kein Geschmack. Schärfe ist eine Empfindung. Es ist Schmerzempfinden. Und das wird dadurch ausgelöst, dass das Alkaloid Capsaicin sich an Schmerzrezeptoren anpappt. Wir haben in unserem Körper Schmerzrezeptoren im Mund zum Beispiel, die uns warnen sollen, wenn etwas zu heiß ist. Ist ja gut so, damit wir uns nicht verbrühen, verbrennen und dadurch Schaden nehmen. Ist nicht nur im Mund so, sondern auch an anderen empfindlichen Stellen unseres Körpers. Da empfinden wir auch Schmerz durch Schärfe. Denn das Alkaloid Capsaicin setzt sich also an die Schmerzrezeptoren der Nerven, die für die Weiterleitung von Hitzewarnungen verantwortlich sind. Und die sagen dann dem Gehirn, es ist heiß. Es ist heiß, es ist heiß, es ist heiß, es ist heiß. Und zwar nur bei Säugetieren. Es ist spezifisch wirksam bei den Schmerzrezeptoren von Säugetieren. Einem Frosch, der aus ziemlich viel empfindlicher Schleimhaut besteht, tut Capsaicin nichts. Einer Nacktschnecke, nein. Ein Vogel kann Chili essen und das stört ihn überhaupt nicht. Nur Säugetiere. Bei denen sagen die Schmerzrezeptoren ab dem Moment, egal welche Temperatur da herrscht, es ist jetzt sehr heiß. Da ist Hitze und die ist gefährlich. Und darauf reagiert der Körper in zweierlei Art und Weise. Zuerst schüttet er Endorphine aus, also Glücksstoffe,
Die versuchen irgendwie den Schmerz erträglich zu machen. Das ist das, was die Chili-Liebhaber so an ihrem Essen mögen. Und zum anderen fördert das Ganze die Durchblutung. Denn der Körper sagt sich, wenn mehr Blut fließt, dann kann die Hitze besser abgegeben werden. Deshalb haben wir Capsaicin auch in irgendwelchen Salben drin, die dann die Haut röten und eine stärkere Durchblutung fördern. Deshalb wird auch da, wo wir Chili an unsere Augen, in unserem Mund, an anderen Stellen unseres Körpers, die empfindlich sind, bekommen, dort wird es rot. Für Durchblutung wird gefördert. Hitze kann abfließen. Nach einiger Zeit merkt das Gehirn, Moment mal, da ist ja gar keine Gefahr. Da ist ja gar nichts heiß. Da hat uns nur irgendein Botenstoff total falsche Informationen gegeben. Und deshalb nach einiger Zeit lässt der Schmerz nach. Das ist letztendlich auch der Grund, weshalb Capsaicin eingesetzt wird in Pfefferspray. Sowohl bei der Polizei als auch im Handelsüblichen. Denn es löst Schmerzen aus, ohne dass der Körper tatsächlich verletzt wird. Keine Körperverletzung, trotzdem viele Schmerzen. Und nach einiger Zeit merkt das Gehirn, sag mal, also so richtig heiß und gefährlich ist es doch jetzt gar nicht. Und so klingt diese Schmerzwirkung von, ausgelöst durch Chili, noch 15 Minuten, 20 Minuten, halber Stunde, dann auch wieder ab. Gemessen wird das Ganze in Scoville. Benannt nach Wilbur Scoville, der versucht hat, den Schärfegrad von Chili zu ermitteln. Und seine Einteilung ist, je nachdem, welche Menge Wasser ich brauche, um etwas so zu verdünnen, dass ich keinerlei Schärfe mehr feststelle. Das heißt, bei einer handelsüblichen scharfen Soße im Supermarkt, die hat zwischen 100 und 150 Scoville. Das heißt, wir müssen das 100 bis 150-fache, also ein Teelöffel Soße, brauchen wir noch 150 Teelöffel Wasser dazu, umrühren und es schmeckt nach Wasser. Bei Tabasco-Soße um die 1500 Scoville, da brauchen wir schon das Zehnfache. Und wenn Carolina Reaper tatsächlich über 2 Millionen Scoville hat, müssen wir also die 2 Millionenfache Menge an Wasser noch dazu tun, um das Ganze so zu verdünnen, dass keinerlei Schärfe mehr zu schmecken ist. Da es sich um einen chemischen Stoff handelt, Capsaicin, das die Schärfe auslöst, gibt es eine Obergrenze. Reines, kristallines Capsaicin hat 16 Millionen Scoville. Muss 1 zu 16 Millionen verdünnt werden und keinerlei Schärfe ist mehr wahrnehmbar. Letztendlich ist der Scoville-Gehalt eigentlich nicht wirklich angebbar. Denn je nachdem, auf welchem Boden, unter welchen Bedingungen eine Pflanze gewachsen ist, umso unterschiedlicher ist der Capsaicin-Gehalt. Bei einem heißen Sommer ist mehr drin als bei einem kalten. Bodenstruktur ist anders. Eine frische Pflanze, eine frische Schote, die hat viel mehr Wasser drin. Also eigentlich einen geringeren Scoville-Wert als eine getrocknete. Aber so eine frische, wenn ich die esse, dann reibt sich das Capsaicin viel tiefer in meine Mundhöhle und in die Haut und wirkt damit eigentlich schärfer als eine getrocknete. Eigentlich ist es schwierig, klar zu sagen, das und das hat so und so viel Scoville. Was es uns sagen kann, ist, etwas ist sehr, sehr scharf. Also vorsichtig sein. Wieder was dazugelernt.